Warum hat bei Ihnen all das geklappt, was bei so vielen Migranten schiefgeht? Also die Grundbedingung war damals sowieso, die Sprache zu lernen. Es gab gar keine andere Möglichkeit, weil in der Schule war ich tatsächlich der Einzige und ich hatte auch den Ehrgeiz, zum Beispiel gerade am Anfang der 6. Klasse, als ich in die 6. Volksschulklasse kam nach Deutschland, der Beste in Deutsch zu sein. Ich habe auch Nachhilfeunterricht bekommen und das habe ich mir auch gewünscht. Ich wollte gerade in diesem Fach mich so bestätigen, dass ich eine Überlebensberechtigung habe. Ich wusste, ich muss mich durchkämpfen. Ich kriege es nicht geschenkt. Und da habe ich so einen Ehrgeiz entwickelt. Und vielleicht war das eine persönliche Sache. Zu der Zeit, wie gesagt, war in der Schule niemand, der sonst Kroatisch gesprochen hätte. Also ich musste zwangsläufig Deutsch sprechen. Mit 18 Jahren haben Sie dann die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Dafür mussten Sie die jugoslawische Staatsbürgerschaft abgeben. War das eine schwere Entscheidung? Ja, das war tatsächlich eine Entscheidung. Ich war zwar überzeugt davon, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit haben möchte, aber als ich dann auf dem Konsulat stand hier in München und der schnauzbärtige Mann mich fragte, willst du wirklich aus deiner Heimat austreten, dann kriegt man so einen Moment das Gefühl von Verrätertum. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, und das meinte ich auch. Und da war er eigentlich beleidigt und hat mir diesen Stempel reingehauen. Oder 4 waren es, ich weiß es noch. Es waren 4 Schläge, wie wenn man so macht. Hau ab. Das war so, weil die Leute auch zu der Zeit noch vom Sozialismus und von ihrem eigenen Land so überzeugt waren. Wir sind ja auch sehr national, die Kroaten. Wir sind stolz auf unsere Nationalität. Und deswegen war der Mann einfach beleidigt. Haben Sie eine Idee, was wir alle in Deutschland besser machen könnten, um die Millionen von Migrantenkinder besser an Deutschland heranzuführen, ihnen bessere Lebensperspektiven zu geben? Ich finde, dass in Deutschland sehr viel gemacht wird. Der Deutsche hat eine Tendenz, immer die Schuld auf sich zu nehmen. Ich finde, man muss auch bei der Gegenseite anfangen. Was tut die Gegenseite dafür? Also ich kann das sagen als Ausländer quasi, als ehemaliger jedenfalls. Also Sie sagen, der Schlüssel ist, dass Sie selber gesagt haben, ich will. Die müssen das wollen. Ich wollte mich integrieren. Die müssen ja auch hier annehmen, dass es hier bestimmte Formen von Lebensweise gibt. Und das gehört dazu, dass man sich, wenn man in ein fremdes Land kommt, sich auch dem nicht völlig integriert, aber anpasst. Es muss ja die Form und die Möglichkeit geben, sich diesem Land in irgendeiner Form einzuordnen.